Hey Leute, willkommen zurück bei Titan Quest auf Episch. Ja, hier sind noch ein paar Sachen, aber die nehmen wir nicht mit. Wir gehen einfach mal runter und folgen der Quest. In den Kanalraum. Der Minotaurus wurde ja letztens vernichtet. Deswegen mal gucken, was uns hier erwartet. Ja. Oh mein Gott. Er macht was. Und hier, ich pack durch die durch. Nein. Jetzt ist er am Leben. Okay. Wir müssen die Statuen vernichten. Und das ist die einzige Möglichkeit, wenn die Statuen tot sind, dass wir an denen überhaupt rankommen. Wie soll es auch anders sein? Oh, ich lass mich rein. In dem Moment zerstört er natürlich. So, ich betäube ihn erstmal. Machen wir die Flagge rauf. Sollte auch nicht so das Problem sein, den zu besiegen. Können wir direkt konfrontieren, ein bisschen Heiltränke nehmen. Aber hier, man sieht es, 2000 Lebenspunkte immer. So, und der wurde besiegt. Schleier des Terkins und Siegel des Terkins. Und wir haben eine mystische Kugel. Gucken wir mal, was drin ist. Sparta des Wahnsinns, aber sonst nur gelbe Sachen. Schwach. Sehr schwach, denn da hätten auch ein paar... Ja, ein paar grüne Sachen drin sein können. Naja, grüne, blaue und lilane Sachen, aber nein. Nur der Sparta des Wahnsinns und der bringt uns am wenigsten, weil wir schon geile Waffen haben. Mehr als genug. Okay, wir reden mit dem hier. Reise schnell nach Rakotis. Imhotep erwartet dich schon. Ja, okay. Ihr müsst wissen, ich habe das schon mal gemacht und dann ist mein Spiel genau an dieser Stelle abgestürzt, als ich mit ihm gelabert habe. Ja, er sagt so viel wie, ja, wow, du hast dein Terkin umgebracht. Ich hätte nie gedacht, dass ein Mensch ein Terkin überhaupt umbringen könnte. Aber jetzt, wo er diese Schale zerstört hat, können wir leider, ist der, die Verbindung zur Außenwelt leider kaputt, zur Götterwelt leider kaputt. Und die Götter nicht, können nicht mehr unsere Gebete und sowas mitbekommen. Und wir sollen doch weiter in den Süden reisen und dafür jetzt hier lang gehen. Und das machen wir auch. Mit der Kine war jetzt nicht so die große Herausforderung, aber wir werden einfach mal Richtung dahin gehen, wo wir hingehen sollen. Die dürften keine Gegner mehr sein. Wir haben Griechenland vor den Bösen befreit. Vorerst. Und laut dem soll ich mit dem reden. Aber ich kann hier nicht reden. Warum kann ich mich mit ihm reden? So. Ich habe auf jeden Fall das hier markiert. Ich würde mal sagen, ich starte mal das Spiel oder diesen Save-String gleich neu. Bis gleich. Leute. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe es neu gestartet. Dann würde es vielleicht gehen. Aber nein, es geht nicht. Die Quest besagt auch, ich soll das Artefakt beschützen. Und er sagt ja, ich soll auch hier weitergehen. Zudem, man sieht ja eindeutig eine Questmarkierung, was man mit dem kamen kann. Aber ich kann mit dem nicht labern. Wie beknackt ist das denn? Will mir sagen, jetzt dass dieses Spiel ist jetzt gebrochen? Also neuer Start hat nichts gebracht. Na, wie geil. Ja, Leute. Auf jeden Fall haben wir den ersten Akt durchgespielt. Damn it. Ihr könnt mir mal schreiben, wie wir jetzt angehen soll, die Sache. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Anscheinend ist der verbuggt. Und, anscheinend ist selbst nach Neustart nicht mehr möglich, den zu sprechen. Ich weiß auch nicht, wie wir das angehen können. Ich habe noch eine Idee, und zwar, dass ich auf normal kurz spiele und dann nochmal hier rumwechsle und vielleicht klappt das dann. Bis gleich. So, ich habe auf normal jetzt gespielt, ihr seht es auch hier ran. Ich habe zum Beispiel einen Brustpanzer, den man sonst im vierten Akt vom Normal findet. Und auch hier haben wir so einen Gegenstand. Und was ist? Ja, super, tolle Sache, muss ich mal sagen. Ich kann ihn nicht ansprechen. Ihr könnt mir mal in den Kommentaren schreiben, wie wir es jetzt angehen wollen. Der ist jetzt ziemlich stumm und ich weiß jetzt nicht, wie wir das am besten angehen. Ihr könnt es mir mal hinschreiben, weil mal anscheinend ist das jetzt mehr oder weniger kaputt. Problem ist, man kann nicht separat episch nochmal neu von vorne anfangen. Das
bei dem Charakter gespeichert, wie weit man da ist. Das ist nun echt ein bisschen eklig. Gut, schreibt mir in die Kommentare, wie sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Ciao, ciao.